bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner. Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch! Leider nur die Heiltränke. Wenn es sein muss mit Magie, wurde mir ja gesagt. Jetzt gibt's endlich mal was los! Kille. Endlich mal was los! Ich will Blut sehen! Ja! Muss hingucken. Endlich mal was los hier! Endlich ja! Was los ja. Hier. Endlich mal was los hier! Jetzt gibt's Prügel! Teilweise verstehe ich dieses Kampfsystem auch nicht. Endlich mal was los hier. Endlich mal was los hier. Hältst du jetzt mal die Fresse? Ich will Blut sehen. Ja. Ich will Blut sehen. Ja. Endlich mal was los hier. Ja. Ich will Blut sehen. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Ich will Blut sehen. Ja. Endlich mal was los hier. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Endlich mal was los hier. Oh. Jetzt gibt's Prügel. Endlich mal was los hier. Jetzt gibt's Prügel. Oh Gott, da hat er eine Kombo rausgehauen. Dass er immer noch den Angriff im Nachhinein ausführen muss. Ich will Blut sehen. Oh. Endlich mal was los hier. Jetzt gibt's Prügel. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Jetzt gibt's Prügel. Jetzt gibt's Prügel. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Gott, wie schnell geht der Heilzauber? Endlich mal was los hier. Naja. Jetzt gibt's Prügel. Jetzt gibt's Prügel. Endlich mal was los hier. Endlich mal was los hier. Also schnell gehen tut er schon, aber er heilt halt nicht viel. Und ich habe gerade jetzt ungefähr alles aufgebraucht, was ich hatte. Endlich mal was los hier. Alter. Endlich mal was los hier. Endlich mal was los hier. Tja, so du hast doch nicht. Spiel laden. 25 Minuten, 27 Minuten. Oder war das das gerade, wo er mich umgekloppt hat? Nee. Sind wir gerade nach oben auf dem Weg. Jetzt geht's was mit der groben Kelle. Ja. Ich will Blut sehen. Ja. Endlich mal was los hier. Ja. Oh. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Oh. Jetzt gibt's Prügel. Ich will Blut sehen. Jetzt gibt's Prügel. Endlich mal was los hier. Das war nicht ohne. Laden. Und ihr sagt, plündert mich auch noch. Jetzt sonst oben nochmal ein Speicherpunkt. Ja, wobei die 2 Meter wären sie. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Jetzt gibt's Prügel. Ja. Jetzt gibt's Prügel. Endlich mal was los hier. Ich hab diesen schnellen Konterblock gemacht. Endlich mal was los hier. Ich will Blut sehen. Jetzt gibt's Prügel. Endlich mal was los hier. Jetzt gibt's Prügel. Oh,
erstmal hier Nummer 1 reinkloppen. Ich will Blut sehen! Endlich mal was los hier! Endlich mal was los hier! Jetzt gibt's Prügel! Ich will Blut sehen! Jetzt gibt's Prügel! Ey, manchmal ist das hier aber ziemlich schlubbelig. Jetzt gibt's Prügel! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Ja, halt doch deine Phrase! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Jetzt gibt's Prügel! Ich will Blut sehen! Jetzt gibt's Prügel! Jetzt teilweise gibt's sind die Prügel. Wände echt OP. Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Ich will Blut sehen! Endlich mal was los hier! Endlich mal was los hier! Boah, Junge! Endlich mal was los hier! Endlich mal was los hier! Jetzt gibt's Prügel! Jetzt gibt's Prügel! Jetzt gibt's Prügel! Alter! Ich will Blut sehen! Ja! Endlich mal was los! Geht doch! Das sah gut aus. Nichts zu holen. Schön, dass sie auch alle zugeguckt haben. Besiegt. Mach nicht so einen Wind, ich bin eben der bessere Kämpfer. Das wird dir noch leid tun. Wart's nur ab. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wüsst du nicht, was dich... Das kennen wir eigentlich alle schon. Wenn... Ach komm, ich warte. Am Ende gehe ich noch leer, solange ich... Versteh. Was gibt... Clay... Geh doch mal, bin mal. Machen. Was? Du. Schon. Ja. Ich. Ja. Es. Verdammte Schweine. Achso, das war. Er hat ein. Das. Dogger. Du verflucht. Du willst. Ich warne. Ja. Dieser. Grau. Hast du schon mal. So. Psst. Bis auf. Okay, in die Schutzgeld werden wir hier nicht eintreiben. Das werden wir natürlich Rachel oder den Don sagen. Jetzt haben wir ihn ziemlich platt gemacht. Wir müssen natürlich wieder ausruhen. So war doch die Pokémon Center Musik. Übrigens, Dorgan, einer von Brogas Leuten, hatte diese Liste bei sich. Zeig mal her. Dorgan hat sich an dem Gold des Don bereichert. Wo ist dieser Verräter? Ich fand ihn in einer Höhle. Er ist tot. Verdammt, dann nützt mir diese Liste nicht viel. Aber vielleicht kannst du sie noch gebrauchen. Broga kassiert Schutzgeld von den Leuten hier im Lager. Was? Bist du dir das sicher? Das wäre schon ziemlich dreist. Findest du nicht? Ich kann nur für dich hoffen, dass du diese schweren Anschuldigungen beweisen kannst. Das ist zu riskant. Okay. Goldrausch. Wir sollen wieder jagen. Achtgerangel. Ja, wir versuchen jetzt erstmal die Ruine da einzunehmen.
Den werde ich nochmal ansprechen, vielleicht will er mitkommen. Nee. Wegen Bruger. Bruger treibt Schutzgeld ein, hier im Lager. Das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Ich habe Bruger in der Arena besiegt. Ich hab schon gehört. Reife Leistung, Kleiner. Mach weiter so. Bald hast du den Mistkerl in der Tasche. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß. Sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Bruger hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Okay, wir werden sie doch mal ihm geben und... Hier hast du die Liste von Dorga. Rachel weiß ja schon Bescheid. Ja, mit wem hast du von dem Zettel erzählt? Niemandem. Das war auch besser für dich, glaub mir. Okay, erklär mir die Sache mit dem Schutzgeld. Gut, du wirst jetzt machen, wozu Dorga nicht in der Lage war. Also... Du gehst zu den ganzen Pfeifen hier im Lager, die nicht zu meinen Kämpfern gehören. Sag ihnen, dass ihre monatliche Zahlung fällig ist und kassier ab. Danach kommst du wieder und bringst mir das Gold. So einfach ist das. Gut, ich übernehme den Job. Weiß nicht, kann ich mich wirklich auf dich verlassen? Keine Bange, ich mach das schon. Ja, ja, berühmte letzte Worte. Wegen des Schutzgeldes. Robert kann nicht mehr zahlen. Er ist tot. Das ist dein Problem. Irgendwie muss ich ihn ja überführen können. Übrigens, Bruger hat mich damit beauftragt, Schutzgeld für ihn einzutreiben. Was denn du? Von wem sollst du kassieren? Von allen Jungs hier, die nicht zu seinen Kämpfern gehören. Damit ist er entschieden zu weit gegangen. Wie lange laufen seine Schutzgelderpressungen schon? Keine Ahnung. Gut, pass auf. Treibe das Gold für ihn ein und vergewissere dich, dass die Jungs hier auch alle bereitwillig zahlen. Wenn so viele damit drinstecken, werden wir Bruger diesmal stellen können. Ha, dem werden wir es zeigen. Warum sagst du wir, wenn du mich meinst?